Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Kressgarage. Bei mir hat gerade der Postbote geklingelt und ich mir gedacht, da mache ich doch gleich mal die Kamera an und nehme euch mit, denn hier was Schickes Großes gekommen. Ich finde es ein bisschen komisch verpackt. Das, was hier drin ist, habe ich zuletzt auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gesehen. Ist also theoretisch was ganz brandheißes. Wurde letztes Jahr auch schon mal aufgelegt. Wenn ich richtig vermutet bin, ist hier drin ein bisschen was Größeres. Kein TT02, kein TT01, kann ich auf jeden Fall sagen. Auch kein Buggy. Es geht trotzdem auf Glattbahn. Es wird Silber, es wird Mercedes, es wird ein C11. Lass uns hier mal reingucken. So, hier ist das gute Ding. Machen wir mal auf. Wenn ich sonst bestelle, sehen diese Verpackungen immer ein bisschen professioneller gepackt aus. Aber manchmal haben die Profis auch nicht die richtigen Verpackungen und müssen sich was überlegen, wie sie diese Modellautos in großen Kisten verschicken. Ich mach's mal auf. Seht ihr überhaupt noch irgendwas? Hier ist der Bestellschein. So, jetzt aber vielleicht. Also, Papier raus. Hier ist das gute Teil. Ein schöner 1990er Mercedes-Benz C11. Kommt auf einem ganz interessanten Chassis, und zwar Gruppe G-Chassis. Wir haben auf jeden Fall ein schönes, sehr schöne Box im flachen Design. Auf der Seite halt nochmal ein paar Infos zum Modell. Hier sehen wir das Mercedes-Benz G-Chassis schon mal. Ist ein heckangetriebener Glattbahner, ziemlich klein, mit Moosgummireifen. Motor geht direkt über ein lustiges Differential auf die Hinterachse. So ein bisschen Formel-1-Style. Hier sehen wir noch, was für eine Elektronik wir brauchen. Unten drunter noch ein anderes Bild. Hier die klassischen Hinweise vom Importeur. Kauft euch Carson-Produkte. Da mache ich es mal auf. Ich bin echt gespannt, wie der Bausatz aussieht. So richtig viel Technik ist da gar nicht drin. Auf jeden Fall original lizenziert, das ist schon mal ganz cool. Sieht das schick aus. So, was haben wir alles dabei? Hier einmal die Karosserie. Der schöne große Hexflügel geht hier runter komplett. Ein richtig großes Teil mit sehr schön großen Außenfinnen. Dann die wunderschöne Karosserie. Hinten offen. Radsätze. Für das Modell soll es auch eigentlich Cockpits geben. Werden schon ewig nicht mehr hergestellt. Das ist auf jeden Fall was, wo ich mich ransetzen werde. Ich habe nicht Lust, hierfür selber ein Cockpit zu gestalten. Ups, dann haben wir noch ein paar mehr Sachen. Was ist noch alles dabei? Wir haben hier die Karosseriehalterung und die Spoiler, die Flügel-Spoilerhalterung. Hier nochmal die Lichteinsätze. Was das hier oben ist, weiß ich gar nicht. Karosserieschutzhalter kenne ich so ähnlich mit dem Loch in der Mitte. Auch schon vorgebohrt, genau. Karosserie übrigens vorgebohrt. Das heißt, wir haben auch schon die Löcher für die Karosserieaufnahme. Dann haben wir hier vordere Radaufhängung und ein paar Streben. Hier der mittlere Teil der Chassiswanne. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Also ein Chassiswannen, Plastikwannen-Chassis. Hier drin der Akku.
Ihr seht es auch schon, nur die runden Akkus passen hier rein. Gibt es aber auch mittlerweile Lipo-Akkus, die gut rein können. Hier kommt Elektronik rein. Hier haben wir noch Motorhalterung oder Differentialhalterung. Ein paar Kunststoffteile. Hier noch so eine Art Oberdeck. Der Part sitzt hier oben, glaube ich, vorne dran. Ah, der. Dann aber noch ganz schön, die alten Modelle kommen immer zu schicken Boxen. Können wir auch mal einen ersten Blick reinwerfen. Also, der Wagen kommt mit einem Sport-Tuned-Motor. Ziemlich cool, habe ich noch nicht vorher gehabt. Talk-Tuned kenne ich, Sport-Tuned ist dann noch etwas teurer, wenn ihr den einzeln holen wollt. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie viel Turn der hat, aber muss ein recht schneller sein. Wir haben eine Antennenhülse. In der Tüte A sind dicke Schrauben. Hier ist die Lenkung mit drin und auch ein paar Werkzeuge. Karosseriehalterung und zum Schrauben was. Hier drin haben wir die hintere dicke Achse. Noch ein bisschen Fett, die Reifenmitnehmer, Motorhalterung. Das Motorritzel sieht ziemlich klein aus. Kann ich gerade nicht sehen. Wir haben noch Kugeln für ein vielleicht Kugeldifferenzial, was hinten reingebaut wird. Kugellager sind sogar auch mit dabei. Auch sehr spannend. Wir haben insgesamt in Tüte C ein Stoßdämpferöl und eine Federung und noch ein paar mehr Metallschrauben. Ein bisschen Kleber, Halterkleberung. Wir haben Carbonteile. Das wird die hintere, das hintere Teil vom Chassis sozusagen. Der ist über eine Carbonplatte gefedert. Auch ein ziemlich interessanter Aufbau. Dann gibt es hier noch eine weitere Tüte, Kiste. Gucken wir auch mal kurz rein. Was kann hier drin sein? Die Reifen wahrscheinlich, genau. Schöne, dicke Moosgummireifen. Einmal für hinten, einmal für vorne, ein bisschen kleiner. Dann noch ein Plastikschins. Die Felgen für vorne und hinten. Den Servosaver. Dann wird verbaut ein gelber Öldruckstoßdämpfer. Auch da die ganzen Parts, um den zusammenzubauen. Ihr könnt mit 1, 2 und 3 Löchern aufbauen. Habt noch ein paar Distanzscheiben. Und hier drin ist das Hauptzahnrad sozusagen mit dem Differential. Muss ich mal gucken, wie es aufgebaut wird. Dann gibt es noch weiter die Mastenabkleber für die Fenster und Frontscheinwerfer. Und der Stickerbogensatz für den Mercedes. Ihr könnt ihr mit Startnummer 1 und 2 aufbauen, was noch ganz cool ist. Wir haben Fensterabkleber, Sponsorenaufkleber. Ziemlich cool, was man alles machen kann. Hier sind auch die Fahrer. Deutscher Fahrer ist J. Maas gewesen. Oder sind immer mit zwei Autos gefahren sozusagen. Das heißt, pro Fahrzeug sind zwei Fahrer gefahren. Die wechseln sich ja ab. Und dann haben wir noch die schöne Anleitung. Wo bei Tiamia typisch immer alles schön erklärt wird. Das heißt, Bauschritt A, braucht ihr Tüte A. Am Anfang erstmal den Akku schon mal laden. Hier wird erstmal die vordere Aufhängung gebaut. Vorne eine interessante Federung auch. Dann wird Servo eingebaut. Das Ganze auf Englisch, Deutsch, Japanisch natürlich und Französisch, glaube ich. Hier wird gezeigt, wie ihr den Dämpfer einbaut. Das Hauptzahn, das Motorritzel ist hier übrigens ein 14-Zahn. Ich weiß gar nicht, ob man noch andere aufbauen kann. Muss ich mal gucken. Hier sind auf jeden Fall wird gezeigt, wie das Kugeldifferential aufgebaut wird. Hier wird gezeigt, wie die Motorhalterung der Motor angebracht wird, damit der genau passt. Das heißt, hier kann man auch dadurch, dass die Motorhalterung verschiebbar ist, kann man jetzt ziemlich viele verschiedene Zahnräder sogar fahren. Ist gar nicht vorgegeben wie bei manchen Tamiya-Modellen. Hier wird noch erzählt, wie man die Felgen
und die Reifen zusammenbaut. Die werden ineinander verklebt. Das heißt, da kommt ein doppelseitiges Klebeband auf die Felge drauf und in den Reifen rein. Mal ganz gespannt, wie man das dann aufbaut, damit das gut funktioniert. Und dann wird noch gezeigt, wie man die Karosserie baut und lackiert. Silberfeil natürlich, Silber und Schwarz. Es wird mit PS5 Schwarz lackiert und der Hauptteil mit PS12 in Silber. Ich habe noch ein schönes Metallic Gunmetal Version gesehen, die war so ein bisschen dunkler. Das sah auch ziemlich schön aus, vielleicht mache ich sowas mal. Ansonsten noch so ein paar Tuning-Tipps, Einstelltipps vom Wagen, vom Motor hier unten noch, wie die Dämpfer aufgebaut werden, wie man Sturz und Spur vorne einstellt so ein bisschen. Ja, das alles gibt es also bald hier bei mir zu sehen. Ja, das war erstmal ein kurzes Unboxing. Wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses schöne Chassis aufbaue und was man dabei alles beachten muss, wenn ihr sehen wollt, wie ich die Karosserie lackiere, was ich mir da ausdenke, damit der richtig schön aussieht, und wenn ihr sehen wollt, wie ich das ganze Stück fahre, was für Rundenzeiten dabei rumkommen, bleibt gerne da, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr Fragen zu irgendeinem dieser Produkte schon habt, schreibt sie gerne unten drunter, ich werde sie verlinken. Ansonsten sage ich jetzt ciao und tschüss, bis bald, euer Chris.